Ich bitte um einen sinnlosen Applaus für Schizostreamer. Remi Demi Stream, wir gehen in die dritte Runde mit dem Remi Demi Stream und es freut mich, dass ihr mit dabei seid. Moin Moin und herzlich willkommen. Jawohl, heute ist ein ganz besonderer Stream und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ja, was ist denn nun heute so besonders? Was macht denn diesen Remi Demi Stream spezieller als alle anderen? Ich habe mir einen Gast eingeladen hier, ja, freut mich natürlich sehr. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt. Wer wird es wohl sein? Wer wird mein Special Guest am heutigen Abend sein? Und ich sage recht herzlich willkommen. Hier ist Tanzfitness Nett. Der Andi. Moin, moin, Andi. Ja, moin. Der Andi. Sehr schön, dass du da bist. Moin, moin, moin. Ah, der Andi ist hier, meine Freunde. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Mal ganz ehrlich, ich denke nicht. Ja, der Andi. Tanz, Fitness, Nett in Kiel. Wie ist es so? Der erste Eindruck? So jetzt, du kennst es so wie alle anderen aus dem Internet mit dem Studio, wo du das erste Mal heute gesehen hast. Was war so dein Eindruck? Du kannst gerne noch ein Stück hier rüberkommen, ein bisschen mehr ins Licht. Und ja, also der erste Eindruck war halt, also von außen, von hier, wenn ich als Zuschauer da bin, ist halt ein großer Eindruck. Das ist halt cool, das größte war, so wie ich jetzt hier bin, das also ist halt so gemütlich so und also ich finde das also echt gut und aber halt, das ist kleiner als wenn man auf YouTube guckt. Ja, das war das erste, was du heute gesagt hattest, ne? Du sagtest ja, gleich so, oh, okay, ja, das wirkt im Internet immer größer, ne? Ja, genau. Ja, du sagtest noch, du hast das Gefühl, wenn ich quasi hier drüben bin. Ja. Und man sieht quasi hinter mir die Pflanze und so, dass sie, als wäre sie ganz weit weg, ja, oder so, ne? Das wäre nicht da. Ja, und sie ist dann doch immer ziemlich dicht dran, ne? So, ja. Das stimmt. Ja, ich habe mich ein bisschen in Schale geworfen, denn Folgendes wird nun passieren. Und zwar, im letzten Remi Demi Stream, hatte ich hier ein Bild gemalt. Ja, stimmt, das mit, als sie haben mit Bleistift gemalt. Genau, ja. Da hatte ich so ein Stück Tapete war das und da hatte ich noch mit Filzstiften drauf gemalt. Das war ja ein Schiff und mit Eule und glaub, noch so ein Häuser dabei, glaube ich, oder? Genau, da hatte der Chat noch vorgegeben, was ich denn genau hier malen soll. Und das nannte sich Big Art. Ja, stimmt. Nach dem Stream kam ich auf die Idee, dass man vielleicht daraus noch etwas viel Besseres machen könnte. Denn Frank Fleming, der hatte 8 Euro donated und hat gesagt, ich will das Bild haben. Ja, stimmt. So. Und da habe ich gesagt, gut, okay, kannst du haben. Mittlerweile hat er das auch. Das hängt jetzt zu Hause bei Ihnen an der Wand, zusammen mit einer Kette von Montana Black, mit einer Autogrammkarte von Montana Black, Gewitter im Kopf und so weiter und so fort. Und da hängt jetzt auch das Gekrakel von Schizostreamer. Und da kam ich auf die Idee, wie wäre es denn, wenn ich vielleicht so in jedem zweiten Stream oder so ein Bild hier mache, ein Bild male und wer auch immer da zu Hause sagt, ey, das hätte ich gerne, kann irgendeinen Betrag donaten. Gibt es keine Vorgabe, es muss nur das Porto, um euch das zuzuschicken, das muss abgezogen werden. Wenn ich es als Päckchen verschicke, sind es, meine ich, 4,90 Euro. Das heißt, es wäre natürlich gut, wenn es mehr als 4,90 Euro, mehr als 5 Euro sind, die man donatet. Das Geld, was übrig bleibt, das wird gesammelt und wird Ende 2021 dann Tierheim, oder nee, das Tierheim Ullenkuh, also, ja, genau. Da wird das Ganze an das Tierheim Ullenkuh gespendet. Also die Idee ist jetzt mittlerweile entstanden und das heißt, ich werde jetzt in jedem zweiten Stream werde ich hier ein Bild machen, allerdings nicht wie zuletzt gemalt mit Filzstiften, sondern jetzt richtig auf einer Leinwand. Richtig mit Acrylfarben und das könnte eine richtig tolle Nummer werden. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Hey, da kann man wieder tanzen.
lieb von dir. Jo, hau 20 Euro raus. Oh yeah. Wir danken dir für deine 20 Euro. Super lieb. Vielen Dank. Wie lieb von dir! Jeha! Okay, es ist mein Bild. Dankeschön, geh. Krass. Gut, ich hätte dann anschließend gefragt, wer hätte überhaupt Interesse? Aber da hat einer direkt zugeschlagen, würde ich sagen. Ja, das war hier für eine Überraschung jetzt. Also, Flo, ja, das ist dein Bild. Dann, ja, danke für die 20 Euro und das Bild geht raus. Unterschrift setze ich noch drunter. So, ja, gut. Wer weiß, vielleicht verkacke ich es ja jetzt auch. Ja, ne? Weiß man ja nicht. Muss ja noch trocknen, oder? Das Ganze, ja. Ja, also das muss bestimmt ein paar Tage trocknen. Ja. Ich werde jetzt nochmal was drunter legen, damit das ein bisschen hochkommt. Oha! Damit Andi das nächste Mal aufs U-Boot kommt, D. Ja, danke. Oh, okay. Also 5 Euro Eintritt, damit Andi das nächste Mal aufs U-Boot kommt. Sehr nobel. Das finde ich gut. Das heißt, Andi muss definitiv wiederkommen, ne? Im nächsten Jahr auf jeden Fall. Es gibt noch ein extra Zeug, was man sich bestellen kann. Das könnte man anschließend drüber machen. Ach, dann gibt es nochmal einen ganz, ganz coolen Effekt auf den Farben. Habe ich bis jetzt noch nicht besorgt. Muss am Schluss eigentlich noch Klarlackruhe machen, weil damit das auch geschützt ist, Klarlack, oder? Ne, ich glaube nicht. Das ist Acryl und das, Also dürfte eigentlich auch dann automatisch. Ja, wenn das getrocknet ist. Okay. Nochmal. Dann den Counter. Oh, 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 oh. Die Pia. Für mich D. Oh, da geht's noch nicht. Hey, wir wollten noch die 10 Euro für das Tierheim voll. So, das ist am Wort. Das geht dann direkt mit drauf aufs Tierheim. Mensch. Und das sogar ohne Bild. Ja. Ja, danke. Schon Erfolg. Vielen, vielen Dank. Oh Mensch, du. Vielen, vielen Dank. Freunde, wir tanzen doch nachher noch für euch. Jetzt bleibt mal ruhig jetzt. So. Ja, so will ich das. So will ich das. Ich höre besser aus. So. Jetzt gucken, dass das möglichst überall hinläuft. Das wäre cool. Was für ein Auge. Jetzt läuft das natürlich auch über das dickere rüber. Hat auf jeden Fall fast schon steil, also. Okay, also muss man scheinbar die Farben mit Wasser verdünnen. Ja. Flo darf eigentlich jetzt dann entscheiden, ne? Ja, genau, er ist ja der Käufer. Flo, was für eine Farbe jetzt? Nenn mal irgendwie 5 oder 6 Farben. Ja, gelb, neongelb, orange, rot, blau, grün, metallic blau, metallic rot. Sieht fast aus wie ein Rohrschacht-Test. Oder wie die heißen. Oh. Ich experimentiere noch. Die Bilder werden immer anders. Das ist schon mal garantiert. Kein Bild gleicht dem anderen dann. So soll es auch sein. Ja. So. Oder auch da. Am besten gibt es mal da. Wieso läuft eigentlich das Schwarz auf einmal wieder? So. Ja, ist egal, der Tisch kann ruhig dreckig werden. Ich mach das alles sauber nachher. Guck mal, der hat nicht so eine Kappe. Nee. Was ist das denn? Ach so,
Nee, hast du schon abgemacht? Ja. Ah, flinke Hände, mein Lieber. Ja, ich bin der Vorarbeiter. Also, flinke Hände. Ja, wenn da draußen eine Frau ist, die Andi gerne kennenlernen möchte, na, ich habe gerade das entscheidende Stichwort gegeben. Ja. Kann ich auch nicht tun. Nee. So. Ah. So. Es ist kein richtiges Orange, es ist so ein... Schweineorange. So was Mösiges ein bisschen. Ja. Andi, oder? Ja. Ja, ja. Oh, das sieht geil aus. Das sieht, hier. Ja. Das sieht geil aus. Das sieht aus wie so ein Tropfen, der durch die Sonne fliegt. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen, eine Zeit lang. Okay. Guck mal, dann kriegen wir unten jetzt nämlich die Kante langsam zu. Das stimmt, ja. An der Seite muss ich dann nochmal nachhelfen sonst. Muss er ja nochmal damit, ja, ja, streichen. Ja. Mit Löffeln entlang. Löffelchen. Ja. Oh. Was sie wir hatten sonst. Flo, hast du daran gedacht, die Lieblingsfarm deiner Kinder hier mit einzubinden? Die müssen ja auch was davon haben, ne? So, jetzt läuft das langsam wieder nach unten, das ist sehr gut. Ist aber leider Dino weg. Loch Ness ist weg. Ja. Zerflossen. Oh, meine Hände. Beim nächsten Mal sollte ich vielleicht Handschuhe oder so tragen. Das wäre besser, ja. Weil so kann ich natürlich schlecht meine Sachen jetzt hier antippen und anklicken. Nee, der hat ja einen guten Bund hier. Auf die weißen Stellen so, genau. Und dann noch so ein paar Punkte oder so. Blau. Blau war auch noch eigentlich ganz cool. Ja, ja. Und. So, noch ein paar. So. Blau wie das Wasser hier. So, meine Lieben. Flo, das ist es. Ja, das ist es. Ich hoffe, es gefällt dir. So. Das bleibt jetzt so da liegen für die nächsten Tage, bis das hoffentlich trocken ist, ne? Jetzt wollen wir natürlich auch erkenntlich zeigen, dass dieser Kittel ja, auch zum Malen ist. Andi, möchtest du noch irgendwie? Pack! Ja, naja, gut. Ja. Mal ein kurzer Moment. So. Ist ja schon trocken. Ja, ich bin gerade richtig feucht, muss ich sagen. Aber gut. Ja. So. Jetzt bist du richtiger Maler hier. Karneval. Karneval. Sieht das gut aus? Ja. Oh. Und als Co-Künstler auch noch Tanzfitness mit am Start. Also da muss ich sagen, Flo, da hast du ja wohl mal richtig was abgeräumt heute, ne? Hier. Ja, ja. Seid ihr noch da, Leute? Seid ihr bereit, bisschen tanzen? Hi-ha! Okay. Andi improvisiert, ich bin gespannt auf seine Moves. Ich versuche mitzuhalten. Okay, let's go! Weiter geht's. Mach dir die Cinderella, pass auf. Baby, ja. Zeig, was Sauerland zu
bieten hat. Schwing deine Hüften, Babe. Zeig, was im Sauerland so richtig steil geht. Will seine Telefonnummer gern mal haben, der muss nur ganz lieb fragen und kriegt sie in den Chat. Seine private Telefonnummer, wir hauen sie raus. 0190 verrate ich schon mal. Richtig flotten Song. Oh ja, da hätte man vorher was raussuchen müssen. Ja, stimmt. Ich guck mal, ob ich auf spontan hier irgendwas. Ich kann jetzt die Lieder schlecht vorhören. Ja. Mit Glück. Ein Copyright-freier. Okay, ich gucke. Auf geht's. Es geht wieder los. Aufgepasst. System Bros. Absolut ohne Sinn und Verstand. Garantiert außer Rand und Band. Dreh den Beat volle Pulle auf. Das ist der Sound, der dich aufbaut. Schau, schau, miese Laune, dich hat keiner gefragt. Spiel zu Power ist angesagt. Hey! Kein Bock auf Beauty oder Gaming. Ich geb nen Schritt auf Body Shaming. Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Lachen, kochen, singen, bis einer umfällt. Der ganze Wahnsinn ist for you. Geschieht zu Game, schaut mir dabei zu. Wie ich wieder die Kontrolle verliere, eskaliere und mich blamiere. Kochen an der Schizo, und was kommt dann? Talk about me und no risk, no fun. Jede Menge Magenstoff findet ihr hier. Abnormale Typen, ja, das sind wir. Ein riesiger Haufen verrückter Leute. Schaut in den Chat, da seht ihr es heute. Die Community, Hammer, ich bin auch voll stolz. Auf die Zukunft, ich klopf auf Holz. Schizo Streamer ist wieder am Start. Dieser Track kommt krass und hart. Wer sich gegen gute Laune wehrt, ist bei den Schiedsrichtern total verkehrt. Schiedsrichter Streamer ist wieder am Start. Dieser Track kommt krass und hart. Wer sich gegen gute Laune wehrt, ist bei den Schiedsrichtern total verkehrt. Kein Bock auf Video oder Gaming. Ich geb nen Shit auf Body Shaming. Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Lachen, kochen, singen, bis einer umfällt. Der ganze Wahnsinn ist for you. Die Schiedsu Gang schaut mir dabei zu. Wie ich wieder die Kontrolle verliere, eskaliere und mich blamiere. Hey Leute, keine Panik, es geht jetzt auch schon los. Dieser Stream wird legendär, diese Show wird riesengroß. Also leg die Beine hoch, einfach locker sein, du Lex. Und jetzt feiert diesen Song, diesen Beat, diesen Text. Unser Tag, unsere Zeit, alle bereit, alles perfekt. Dieser Moment gehört uns und keiner nimmt ihn uns mehr weg. Wir schreiben Geschichte, das ist safe. Kappa guckt in dieses Face. Schiedsu Streamer, Schiedsu Bang, Schiedsu Power, Rocket Bam! Baby! Ja, einen fetzigeren Song konnte ich gerade auf die Schnelle nicht finden. Ich hoffe, es war okay. Abkühlen. Ja. Applaus für Andi, hat er sehr gut gemacht. Also, ich verrate euch jetzt, was ich heute mit dem Andi gedreht habe. Ja. Ich habe mit dem Andi heute Folgendes gedreht. Und zwar wird es in 2 Wochen eine Special-Ausgabe geben von No Risk, No Fun. Ihr wisst, ja, 5 Crazy Challenges, 3 davon muss man bestehen. Und sollte man es nicht schaffen, dann erwartet einen die Bestrafung. So, normalerweise würde ich euch erst die Clips zeigen und dann würden wir am Ende erfahren, gibt es eine Bestrafung oder nicht. Aber Andi ist nun mal nur heute hier. So. Und deswegen lösen wir schon das Ende auf. Ja, nimmt ein bisschen die Spannung vielleicht, aber trotzdem lohnt es sich, das in 2 Wochen sich nochmal anzuschauen. Also, Andi hat von 5 Aufgaben 2 geschafft, 3 nicht. Somit fehlt eine bestandene Aufgabe und das heißt, Andi wird
bestraft. Und so machen wir das ja in Zukunft jetzt immer. Wenn es heißt, no risk, no fun, sollte ich bestraft werden, machen wir das dann immer live im Remedemi-Stream. Und in diesem Falle trifft es jetzt Andi. Und wir haben schon überlegt, was könnte Andi da als Bestrafung machen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ach, wisst ihr was, das sollt ihr entscheiden. Was soll Andi jetzt machen? Vielleicht was Sportliches, eine sportliche Herausforderung. Ja, jetzt nichts unbedingt mit was Ekliges wie der Essen oder irgendwas. Irgendwas, womit wir ihn jetzt sportlich nochmal ein bisschen fordern. Ja, nicht übertreiben. Es muss auch, ne? Aber klar, es soll eine Bestrafung sein. Also, es soll jetzt auch kein Pipifax sein. Darf gerne ruhig ein bisschen härter sein, aber nicht zu hart. 30 Liegestütze in 2 Minuten. Liegestütze, sagst du, bist du nicht so fit? Nee. Also, ja. Ich sag mal... Na, ich habe schon lange keine Liegestütze mehr gemacht. Ich bin in Kniebeugen, da bin ich fit drin. Ich kann vielleicht 10 Liegestütze schaffen. Dann wäre ich, glaube ich, aber auch platt wie eine Flunder. So. Okay. Okay. Bin ich gar nicht dran. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Andi, ich weiß nicht, wie du zählst, aber es waren 13. Also. Es waren 13, aber gut, von mir aus auch 18. Aber es waren 13. Soll es deine Bestrafung sein, Andi? Ihr meint wegen. Okay, Andi, go! Kann ich so machen. Ach so, okay. Zieht überhaupt jemand mit, Freunde? Oh, okay, Mikro. Okay, weiter. Sehr gut, Andi, sehr gut, ja. 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 Oh, der Fuß auf. Ja. Sehr gut. Ja, hast du sehr gut gemacht. Sehr gut. Ach Mensch, das war doch, also da muss ich sagen, Andi, Respekt, Respekt, das war, ja, da ist er auf jeden Fall ins Schwitzen gekommen, ne? Ja. Weiß nicht ganz, was es war, aber es sah sportlich aus, so viel muss man sagen. Applaus für Andi. Es war ein Mix von allem. Das war für heute wieder hier der Remedemi-Stream. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke, danke. Andi, ich hoffe, dir hat es gefallen, dir hat Spaß sehr gemacht. Gerne, ja. Möchtest du noch zum Schluss etwas sagen? Ich bedanke mich bei Kevin, dass ich auch hier sein darf. Und auch danke für das Bild ausgegeben, dass ich auch der Tag sehr erlebnisreich war. Ja. Und auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, dass ich nächstes Jahr wieder hinkommen kann. Ich hoffe, dass das auch nicht jede Woche stattfindet. Ja. Weil hier, dass wir, du bist halt ein Fuß Kerl, kannst auch mit dir Spaß haben und das ist halt auch, also ist auch ehrlich und so. Also da ist auf jeden Fall eine gute Freundschaft und da. Das stimmt. Ja, also ich bin auch sehr froh, dass du da warst, ja, das hat mir sehr gefallen. Deswegen bin ich auch ins Sauerland gekommen und fand ich auch, war ein toller Tag.
Insofern hat mir der Tag heute sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wie gesagt, ihr werdet noch sehr viel von uns sehen, gemeinsam auf dem Kanal von Andy. Das kommt dann auf YouTube, ne? Die Videos. Ja, genau. Und wie gesagt, in 2 Wochen gibt es hier noch das Special von Risk No Fun. Und Andy hat sich, und das ist das Besondere, er hat Challenges gemacht, die ich bereits mal gemacht habe. Er hat also Challenges versucht nachzumachen. Und deswegen Special-Ausgabe. Andy ist quasi meine Fußstapfen getreten. Schauen wir mal. Ist schon wie ein krasser Typ, oder? Ein bisschen verrückt, oder? Ja, na sicher. Der Andy ist ein krasser Typ. Ne? Verrückter Typ. Andy ist ein krasser, verrückter Typ. Und das hat er heute gezeigt.